Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich dachte, ich mache statt der ganzen Guides, mit denen ich euch überfalle, mal ein bisschen Ranked und nehme euch da ein bisschen mit. Ich spiele sowieso recht häufig. Und mit häufig meine ich vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag. Mehr kriege ich zurzeit nicht hin. Aber ich habe richtig Bock, mein Legendary Deck zu spielen und das ist so aufgebaut. Ich schaue es euch, ich zeige euch ganz kurz, dass ihr wisst, was drin ist. Mein Legendary Deck ist... Ich habe so viele legendäre Karten reingepackt wie nur möglich. So sinnvoll wie möglich. Damit wollen wir den Gegner so ein bisschen zermürben. Okay, fangen wir mal von hinten an. Wir haben hier Odawing, den Eisenatronach, Dremora, Markynas, Fürst der dunklen Krallen, Blutmagiefürst. Ihr merkt schon, welche Richtung das geht. Das geht auf jeden Fall in die Creme de la Creme. Wachsamer Riese, Skelettdrache, Nahaglief. Goldbrand ist manchmal ganz praktisch. Aela, die Jägerin, die habe ich auch nur reingemacht, weil ich den Unheilklipper-Vampir drin habe. Gord, Wok, sehr praktisch. Cicero, Ulfric und ganz wichtig für das Mittelgame der Blutdrache. Barbas habe ich mal mit reingemacht. Der Schwarzmarsch-Wache. Dann haben wir Reef, der Schwertmeister. Den habe ich... auch nur drin, weil ich hier, wo ist sie denn, die ostkaiserliche Handwerkerin drin habe und der hat schließlich 5 Leben und dann würde er noch 1-1 dazu bekommen und da ist der Gegner auf jeden Fall erpicht, den loszuwerden. So, und das trifft natürlich auch auf den Blutdrachen zu, Ulfric, Cicero, Gordwalk, also die werden alle gebufft und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die ostkaiserliche Handwerkerin reinzumachen. Mundusstein habe ich noch mit reingemacht. Da bin ich noch am überlegen, ob ich die wieder raustue. Aber ab und zu, wenn mal so ein Blutdrache jetzt mal noch ein Schutzschild dazu bekommt oder mal Ansturm oder Regenerieren, das ist schon ganz cool. Zermalmender Schlag für die einigermaßen Kontrolle. Vertreiben, ganz wichtig. Überfallkommando habe ich einmal reingemacht, weil es glänzt. Nee, damit ich hier mit dem Unheilklipper-Vampir noch ein paar Kreaturen töten kann. Das ist schon ganz gut. Dann habe ich hier noch die Mentorin der Wache, um noch mehr Wächter zu verteilen. Ein bisschen was fesseln. Dunkler Wächter, auch eben 5 Leben, ne? Ostkaiserliche Wache, ganz praktisch. Baumhirte, Windburg, Magierkrieger und Scharfschützensperrin. Auch wieder wegen Unheilklipper-Vampir. Okay, den haben wir dreimal drin, der muss sich lohnen. Gut. Machen wir mal Sachen. Okay, Nahaglief und Skelettdrache, die sind mir jetzt noch ein bisschen zu krass, aber Blutdrache, den solltet ihr auf jeden Fall behalten. So viel Magiker erreicht er recht zügig. Und Reef sowie der dunkle Wächter sind eigentlich wirklich sehr, sehr gut zu Anfang. Ich habe eine Ersatzklinge in meinem Stiefel. Der geht wahrscheinlich echt steil. Das Gute ist, wir haben zweimal den dunklen Wächter und könnten uns hier jetzt ganz gut verteidigen. Der wird uns wahrscheinlich mit Waffen sowas von beschmeißen. Solche sind sehr gefährlich. Die darf man niemals, zu keinem Zeitpunkt unterschätzen. Wenn du denkst, boah, die hast du gleich eigentlich fertig gemacht, du musst nur noch 5 Leben machen und sowas und du hast noch genug. Und auf einmal buffen die eine Kreatur so hoch, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und auf einmal machen die dir BAM 16 bis 20 Schaden am Stück. So, auf einmal. Das ist extrem krass. So. Ab jetzt wird es sehr gefährlich, weil der macht schon sehr arg viel Schaden. Okay, wir könnten jetzt. Wir könnten einmal Reef spielen. Was ich auch machen werde. Und einmal Scharfschützensperrin. Ich muss verhindern, dass er zu arg viel Schaden machen kann. Weil
ich nicht viele Möglichkeiten habe, Leben zurückzugewinnen. Und das wird dann sehr hart. Okay. Eure schwerfälligen Schritte verraten euch. Seid verdammt. Godwalk. Okay, sie ist jetzt sehr wichtig. Das Ding ist natürlich, ich kann sie jetzt nicht in Kombination spielen. Und die Kombination will ich mir eigentlich aufsparen. Das heißt also, wir spielen jetzt einfach den Blutdrachen. Und hätten dann schon ein paar mehr Kreaturen auf dem Board. Womit wir dann so ein bisschen ihn dann auch aufhalten können. Ich meine, immerhin macht er jetzt 7 Schaden. Das ist schon sehr viel. Aber dann haben wir immerhin schon mal ein kleines Board und können verhindern, dass er noch mehr Schaden macht. Eventuell geht er auch hier rein. Das wäre natürlich sehr positiv. Er geht sogar rein. So, das ist eigentlich das Dümmste, was er hätte machen können. Könnt ihr mir bitte Er helfen? wäre wahrscheinlich weitergekommen, wenn er stur ins Gesicht gegangen wäre. Weil so kann ich jetzt mein Board total schön aufbauen. Wir werden das jetzt so machen. Wir könnten Goldbrand spielen. Und könnten die hier zerstören. Weil die wird halt echt noch gefährlich. Ich glaube, das ist das Cleverste, was wir jetzt machen sollen. Und immerhin können wir danach mit 4 Schaden verteilen. Und diese 4 Schaden, die können dann ja, in irgendeine andere, vielleicht sogar mächtige Kreatur reingehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich da überhaupt reingehen sollte. Ja, ich gehe rein. Das Schutzschild muss weg. Wenn er jetzt ihn nämlich mit den krassesten Waffen ausstattet, ist es natürlich sehr bitter, weil er noch ein Schutzschild hat. Dann könnte er ihn hier töten. Und würde überleben. Ich werde den Was Hof natürlich auch nicht beschützen. retten würde, ne? Seid verdammt! So, mit dem Überfallkommando würde ich hier sogar durchkommen. Und hätte noch einen übrig, um hier reinzugehen. Von daher wäre das gar nicht so schlecht. Amora stellt uns auf die Probe. Machen wir mal so. Zeit für den Kampf. Dann haben wir den schon mal weg. Und könnten mit dem anderen Heilsporn die hier schon mal auslöschen. Und die geht mir auf den Sack. Hier müsst ihr wirklich auf Nummer sicher gehen. Lasst keine Kreatur von, also wenn jemand mit Waffen spielt, lasst keine Kreatur auf dem Board. Okay, der hat jetzt nicht mehr viele Karten, deswegen kann er sie nicht krass hochwaffen. Aber hab ich aber einfach zu oft erlebt, dass die das einfach so hochhauen. So, der Typ geht mir jetzt auf den Sack. Und dann kommen natürlich solche Sachen. Zum Glück haben wir die hier. Dadurch kommt er jetzt nicht so schnell an mich ran, aber okay, die kann ich auch töten. So, der Effekt bleibt leider bestehen. Ist jetzt aber in der Hinsicht nicht so schlimm. Wir helfen ihm in der Hinsicht natürlich nicht. Wir werden aber Godwalk ausspielen. Aber im Schutze des Schatten. So, außerdem kann er unseren Drachen so ein bisschen verteidigen, das ist gut.
Und wenn er es nicht schafft, ihn zu töten, dann kriegen wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine echt krasse Kreatur aufs Board. Das ist eventuell der Eisenatronach zum Beispiel. Vorsicht, mein Freund. Und das ist echt heftig. So, den könnten wir jetzt vertreiben. Zeit für die Offensive. So, wem geben wir denn? Wir geben dem Fürsten, geben wir das. So, der muss jetzt gucken, wie er überall vorbeikommt. Der hat sowieso nicht genug Power, um die hier zu töten. Also würde er wahrscheinlich hier irgendwo hier reingehen. Aber die kann uns eigentlich egal sein. Wir hätten lieber den Unheilklippe-Vampir Wächter geben sollen. Der bekommt ja sowieso durch die Wächter. Also wäre es sowieso egal gewesen. Okay. Das Gute ist, wir können in der nächsten Runde mit dem Dremora Markynas können wir ihm doppelte Angriff und doppeltes Leben geben und hätten dann genug Schaden gemacht, um ihn auf jeden Fall zu töten. Außerdem bekommen wir extrem viel Leben zurück. Und das brauchen wir. Okay. Wir killen diesen hier. Ich überlege gerade. Ich überlege. Wir machen 16. 11 müssten wir dann noch machen. Die hätten wir, aber leider müsste ich da irgendwo reingehen. Nee, wir tasten uns langsam heran. Sonst geben wir ihm zu viele Karten und wenn wir ihn dann nicht töten können, wäre es echt blöd. Das heißt, er kommt dann einfach als Überraschung. Aber wir holen uns schon mal Leben. Dann ploppen halt zwei auf. Ist dann nicht so schlimm. Machen wir mal so. Zack. Zack. Haben wieder ein bisschen Leben. Können hier nochmal reingehen. Und werden einfach den hier fesseln. Und können eigentlich nochmal den Unheilklipper Vampir spielen. Weil es einfach nicht schadet. Und er sicherlich nicht mit drei Karten das ganze Board vernichten kann. Jedenfalls nicht damit, was er so Die hat. überlisten mich nicht. So, das ist null Problemo. Der könnte sich jetzt einen Wächter holen. Nee, holt sich die Harpie. Oh, damit wird er wahrscheinlich den hier fesseln. Hab ich mir schon so gedacht. Habe ich euch nicht gesagt, da kommen mächtige Sachen? Da kommen irgendwie gar keine mächtigen Sachen. Was ist los? Okay. Und wir gehen mal mit den ganzen starken Sachen erstmal rein. Bam. Okay. Dann du. So. Okay. Dann machen wir sowas hier. Dann gehen wir hier rein. So, jetzt müssen wir nur noch den restlichen Schaden verteilen und das wäre so. Okay, Leute. Das lief doch gut. Vertreiben würde ich lieber als Prophezeiung nutzen und Skelettdrache, der käme später doch lieber besser. Schwarzmarschwache ist am Anfang eigentlich nicht so toll. Das ist aber ein optimaler Start.
Okay, noch optimaler wäre es natürlich gewesen, wenn ich ein bisschen was zum Rampen hätte. Aber was mir in dem Deck gefällt, ist einfach, dass echt viele richtig gute Kreaturen drin sind. Und also wirklich starke Kreaturen, wo der Gegner damit zu kämpfen hat, die einfach vom Board zu bekommen. Und meistens ist es dann so, dass die auch wirklich sehr viel dafür tun, um die vom Board zu bekommen. Also geben auch sehr, spielen wirklich sehr viele Karten aus. Muss man meistens auch, wenn du so bist, du so einen Blutdrachen losbekommen hast. Außer du hast natürlich den Speer des Todes, dann geht alles. Aber sonst ist es gar nicht so leicht. Okay. Ich würde gerade sogar sagen, dass ich die Mentorin spiele, den Blutdrachen. Gebe ich dann Wächter und werde mich dann in der nächsten Runde verteidigen. Das hört sich gut an. Und die kann dann einfach das andere Feld beschützen. Ist natürlich blöd. Aber so, hier ist es ganz positiv für uns. Und bald sind wir auch bei der 7-Magiker-Runde und dann können wir auch eigentlich Schwarzmarschwache spielen. Das ist sehr bitter. Das ist jetzt sehr, sehr bitter. Also jetzt müssen wir uns sogar hier verteidigen. Und löschen einfach den hier aus. Weil sonst baut er hier sein Board aus. Das wird ein bisschen nervig. Und ich habe ja bald schon die Möglichkeit, den Skelettdrachen zu spielen. Falls er noch irgendwas Gefährliches spielt, habe ich immer noch Vertreiben. Und ab jetzt kann ich auch Schwarzmarschwache spielen. Das wird jetzt nicht mehr so einfach, mein Freund. Bereit machen. Okay, er baut auf der Seite aus. Aber ich werde ihm jetzt eine kleine Beschäftigung geben. Ich fürchte sie nicht. Und ich möchte den nochmal wegschicken. Ich gehe herein und hoffe einfach mal, dass er reingehen muss. Ansonsten haben wir hier Wachsam Riese oder sogar Skelettdrache, den wir spielen können. Ich Schwarmverteidiger ist gebe euch jetzt echt Deckung. schlecht. Aber jetzt haut er auch das Board voll. Okay, wir könnten hier reingehen. Wäre wahrscheinlich auch ganz klug. Und werden unseren zermalmenden Schlag einsetzen. Oder wir spielen einfach unseren wachsamen Riesen und verteidigen uns. Das wäre gar nicht so blöd. Mein erster Gedanke war, zermalmender Schlag. Dann gehen wir mit diesem ausgekotzten Agonia rein und opfern sie. So. Dann hätte er da nicht mehr so viel. Und wir könnten dann mit einem wachsamen Riesen ankommen, weil so wird der wachsame Riese ziemlich einfach getötet. Zu Befehl. Und immerhin haben wir nochmal eine Schwarzmarschwache. Das ist nicht das Problem. Aber wir müssen jetzt verhindern, dass er zu viel Schaden macht. Gehen wir rein. Oder wir spielen sogar einfach nochmal eine Schwarzmarschwache. Ist ja gar nicht so blöd. Das lenkt ihn vielleicht so ein bisschen von meinem Gesicht ab. Wisst ihr? Weil das ist natürlich sehr gefährdet jetzt mit 19 Schaden bereits. Also nur noch mit 19 Leben. Und er bekommt durch ihn immer mehr. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Karte, der Dämmersternheiler. Finde ich echt gut. Vor allem in einem Control Mage Deck ist die ziemlich krass.
Wir könnten dann auch den Blutmagiefürsten spielen jetzt. So nach der Magikerrunde. Das wäre natürlich geil. Damit würden wir ihm so ein bisschen den Wind aus den Flügeln nehmen. Aber ich würde mich lieber erstmal verteidigen. Weil ich möchte, dass meine Lebenspunkte sicher sind. Ich gebe euch Deckung. Legt euch nicht mit mir an. So. Wir spielen mal den wachsamen Riesen. Und hoffen mal, dass er jetzt nicht nochmal einen Speer hat. Weil wenn der einfach so einfach getötet wird, ist es echt bitter. Ja, er hat den Speer. So, damit wird er die hier erstmal ausschalten. Oder er geht natürlich stur ins Gesicht, das wäre sogar noch krasser. Aber meistens, und das finde ich cool an dem Deck, haben die Leute meistens Angst und wollen die alle töten. Das gibt uns halt die Gelegenheit, so ein bisschen, rauszukommen. So, er kriegt immer mehr Leben, das ist mir jetzt aber egal, ich möchte mein Leben erstmal safen. So, wir gehen hier rein. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Und werden uns dann im Nachhinein verteidigen. Wenn es halt auch leider nicht anders geht. Okay, Skelettdrache. Und Windbockmagier. So, das, was er halt richtig macht, er sorgt immer dafür, dass das alles vernichten kann. Jetzt haben wir so einen blöden Agonia zurückbekommen. Und er kann jetzt halt alles komplett ausschalten und geht halt stur ins Gesicht. Das ist halt echt heftig. Ich meine, wir könnten die ein bisschen aufhalten. Legt euch nicht mit mir an! Den können wir loswerden, oder den hier. Wobei der hier ein bisschen nerviger ist. Wenn wir den hier erstmal los. So. Okay. Wir könnten uns erstmal mit Wächtern zuballern und noch etwas fesseln. So, das wäre unsere Möglichkeit. Ich würde ja zu gerne Blutmagiefürsten spielen und diese eine Karte ziehen, wo uns 5 Leben und ihm 5 Schaden gibt. Und wir müssen uns jetzt erstmal unsere Sicherheit verlassen. Wir könnten aber auch die ostkaiserliche Handwerkerin spielen. Wobei ich das hier als sicherer empfinde. Die hätte ich vorher spielen sollen, dann hätte er nochmal ein bisschen mehr gehabt. Aber okay, wir machen das so. Ist der hier gefesselt? Jetzt ist es gerade noch ein bisschen egal. Okay, wir werden. Hier wird er sich schwer tun, vorbeizukommen. Und ich glaube nicht, dass er Ansturm hat. Und wir könnten den aber auch noch fesseln, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil der ist scheinbar ziemlich auf Vernichtung getrimmt, der Typ. Ja, machen wir so. Wir fesseln ihn mal vorsichtshalber. Wie gesagt, ich hätte lieber die ostkaiserliche Handwerkerin spielen sollen und dann ihn. Dann hätten wir beide schon mal auf dem Feld. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er... Ja, sowas ist natürlich scheiße. Aber der ist noch machbar. Dann hätte ich den lieber drüben spielen sollen.
Jetzt wären seine drei Stärke echt gut gewesen. Jetzt müsste ich mit allen reingehen. Aber ich könnte mich verteidigen. Das wäre das Gute. Aber alle würden sterben. So, da hat er so viele Karten und kann nichts machen. Das ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Okay, jetzt muss sie raus. Jetzt könnten wir Cicero und die Mentorin spielen. Wäre auf jeden Fall cleverer. Der könnte ihn natürlich töten und das ist halt echt bitter. Dann ziehen wir keine Karten nach. Aber den Blutmagiefürsten, den hätten wir dann noch auf der anderen Seite, den wir spielen können. Ich meine, der hat auch nur 6 Leben, der würde genauso sterben. Aber so wären wir hier auf jeden Fall etwas sicherer. So, wir geben dem Argonia. Wir geben zur Sicherheit, falls sie sterben würde, hätten wir mit dem Blutmagiefürsten hier nochmal eine solide Verteidigung. Ah, oh, immer diese Misplays. So, jetzt wird er natürlich gucken müssen. Bereit machen. Der Elefant ist jetzt bitter, weil er einfach durchbrechen hat. Mit durchbrechen kann er natürlich Sachen machen. Gibt es Gesang in der Leere? Raela, Ulfric, die bringen uns leider alle nichts. Weil mit Durchbrechen kommt er durch. Sterb wie ein Hund. Mit Durchbrechen kommt er durch. Wir hätten halt eben die Möglichkeit, okay, wir könnten Ulfric spielen. So. Wir könnten den dunklen Wächter spielen. Damit hätten wir da schon mal was Gutes, aber mit irgendeinem würde er durchkommen. Okay, machen wir es mal so. Ulfric for the win. So, der Agonia-Veteran. Und hier muss er reingehen. Seine Karte würde sterben. Hier müsste er reingehen. Die würde auch sterben. Mit denen käme er durch. Ich muss den spielen, weil hier. Ah, nee. Der macht es eigentlich ziemlich. Logischerweise würde er das hier machen. Geht hier einfach rein. Nee, geht hier. Nee. Nee, geht hier einfach rein. Macht Damage. Und dann bringt das mit ihm zu Ende. Dann könnte er mich töten. Oder so. Das ist echt bitter. Ah, durchbrechen. Durchbrechen hat mir das Genick gebrochen. So ein Mist.